Nachrichten machen Kurse, sie bringen Bewegung in den Markt und sorgen für Nervenkitzel. Wer es richtig anstellt, kann damit in kurzer Zeit viel Geld verdienen. Doch es gibt auch Risiken, die zum Ruin führen können. Deshalb zeige ich euch in diesem Video, wie ich im News Trading Geld verdiene und wann ich die Füße stillhalte. Also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. Wer auf Nachrichten reagieren möchte, hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder man tradet die Nachricht direkt im kurzfristigen Handel. Das ist dann immer gut, wenn man um die Nachricht herum am PC sitzen kann, die Verbindung zum Broker hat und direkt auch loslegen kann. Das heißt, an dieser Stelle nimmt man die Nachricht, liest sie sich durch, dann schaut man, wie der Markt reagiert und geht direkt in die Reaktion mit dem Markt mit. Das heißt, wenn die Kurse hier ansteigen, dann geht man eine sogenannte Long-Position ein. Wenn die Kurse fallen, dann geht man eine sogenannte Short-Position ein. Das Ganze wird kurzfristig gemacht im Intraday-Handel. Sie brauchen also Zeit, während des Handelstages auf diese Nachricht zu reagieren. Wer allerdings keine Zeit hat, auf Nachrichten ganz kurzfristig zu reagieren und auch Intraday-Spekulationen durchführen möchte, für den gibt es eine sehr, sehr gute Nachricht. Denn richtig starke Bewegungen halten in der Regel einige Zeit an, manchmal über ein paar Tage, in guten Situationen sogar über eine Woche hinweg. Wie geht man dieses Thema an? Leicht umzusetzen. Wichtig hier, Sie müssen die Nachricht kennen. Das heißt, Sie müssen wissen, wann beispielsweise ein Unternehmen die Quartalszahlen veröffentlicht. Wenn Sie das wissen, lesen Sie sich in Ruhe die Nachricht durch, antizipieren Sie, was drinnen steht und werfen Sie einen Blick auf den Chart. Und da Sie ja zur Haupthandelszeit kurzfristig nicht handeln wollen, warten Sie einfach ab, bis der Handelstag um ist und dann sehen Sie eine Kerze im Chart. Eine grüne Kerze bedeutet, dass der Markt sehr positiv auf die Meldung reagiert hat. Eine rote Kerze impliziert fallende Kurse. Das heißt, hier wurde die Nachricht abverkauft. Und was Sie nun daraus machen können, ist, dass Sie der Bewegung einfach folgen. Das heißt, für den kommenden Handelstag können Sie Ihre Vorbereitung schon machen, auch wenn der Markt geschlossen ist, bei einer grünen Kerze. Wenn die Nachricht gut gewesen ist und Sie davon ausgehen, dass die Kurse weiter ansteigen, dann folgen Sie einfach den Kursen, indem Sie Ihre Order oberhalb des entsprechenden Vortageshochs reinlegen. Dann haben Sie Ihre Kauforder im Markt und wenn der Markt tatsächlich weiter ansteigt, dann können Sie in die Oberseite hinein traden. Andersrum sieht es aus, wenn der Markt ziemlich stark abverkauft, haben Sie eine rote Kerze und wenn Sie am nächsten Tag sagen, ich möchte gerne dem Abverkauf auf die nicht so gut angekommene Nachricht folgen, dann positionieren Sie sich einfach unter dem Schlusskurs des aktuellen Tages und folgen der Bewegung in die Unterseite mit hinein. Und als Risikoabsicherung gilt im Endeffekt für den Long Trade auf steigende Kurse das Tief der Vortageskerze, die Ihnen die Nachrichtreaktion angezeigt hat. Und wenn Sie auf fallende Kurse setzen, dann ist es umgekehrt so. Dann kommt der Stop oberhalb der Kerze, die Ihnen sagt, geh mal lieber short, folge mal lieber dem Markt in die Unterseite. Und damit haben Sie eine Absicherung für Ihren Trade auf alle Fälle ebenfalls im Portfolio mit verankert. Als aktuelles Beispiel möchte ich an dieser Stelle die Aktie von PayPal nennen. PayPal hat am 8. Mai Zahlen nachbörslich veröffentlicht für das abgelaufene Quartal. PayPal ist einer der Lieblinge vieler Börsianer und die Aktie wird immer wieder gerne auch gekauft. Problem, wir haben einen stabil laufenden Abwärtstrend und die Aktie ist nicht wirklich in den letzten Quartalszahlen ordentlich nach oben durchgestartet. Allerdings hat PayPal recht gute Zahlen gebracht. Das heißt, man konnte davon ausgehen, dass der Markt schon die Chance hat, in die Oberseite mit hineinzulaufen. Wenn man sich die reinen Zahlen vom Umsatz und Ertrag auch anschaut, das Gute
war, dass PayPal auch die Jahresprognose nach oben geschraubt hat. Also wieder auch ein Punkt, wo man als Händler davon ausgehen kann, dass die Kurse durchaus Potenzial haben, auch zu steigen. Und auch wenn die Aktie für mich kein Trade für ein längeres Investment ist, weil einfach der Abwärtstrend immer noch richtungsführend ist, war es sehr, sehr interessant. Und was interessant ist, zeige ich direkt auch nochmal hier im Chart, die Aktie von PayPal. Hier sehen wir den Chart im CFD von Tickmill. Den habe ich auch in meiner Sendung am 9. Mai besprochen. Das Video gebe ich in die Infokarte auch direkt auch nochmal mit rein, damit man danach schauen kann. Und hier haben wir mal die Seitwärtsphase von PayPal, die wir seit Wochen haben am Laufen. Und was nach den Zahlen stark und gut ersichtbar war, war, dass der Markt deutlich schlecht reagiert hat. Warum? Es wurde gesagt, das nächste Quartal könnte ein bisschen schwierig sein. Heißt also, die Kurse haben nachbörslich von der Oberseite der Range stark nach unten abgedreht und die nachbörslichen Kurse, die wir hier gehabt haben, lagen unten auf der Unterseite der Range zwischen 71,17 und 71,20 in diesem Drehbereich herum. Das bedeutet, wir waren direkt nach den Zahlen verortet auf der Unterseite der Range. Nun sind die Zahlen nicht so schlecht gewesen, dass man sagen kann, okay, es ist gerechtfertigt, dass die Aktie dort steht und dann weiter auch massiv abverkauft. Das heißt, die Strategie auf den News Trade war hier, die Unterseite der Range zu nehmen und zu schauen, ob man von unten tatsächlich ein Szenario bekommt, dass der Markt in die Oberseite reinläuft. Heißt also, im kurzfristigen Trading die Aufwärtssequenz nach oben hin mittraden für all diejenigen, die Swing Trading machen, den Handelstag abwarten und schauen, wie die Kerze gelaufen ist. Und das ist die Strategie, die ich hier an dieser Stelle auf der Agenda hatte. Der Plan vom Vormittag ging allerdings bei einer Aktie von PayPal überhaupt nicht auf. Wir schauen noch einmal in den Chart. Hier sehen wir, das ist der gleiche Chart wie gerade eben. Die Aktie hat deutlich tiefer eröffnet. Wir sind deutlich unter das Range-Tief an dieser Stelle gelaufen und wir haben den gesamten Handelstag überhaupt keine nachhaltige Erholung im Markt gesehen. Und genau das ist der Grund, weshalb ich diesen Trade nicht gemacht habe. Die Grundvoraussetzung für den Long-Trade wäre gewesen, dass wir irgendwo oberhalb der Range-Unterseite stehen bleiben und dann hier eine schöne Aufwärtsphase starten. Beziehungsweise, selbst wenn der Markt hier deutlich noch nach unten gekommen ist, dieses Umkehrmuster dann in einer tieferen Sektion startet, weil die Aktie durchaus schon Erholungspotenzial hat. Nur hier an dieser Stelle ist nichts von dem passiert, was ich für mein Trading brauche. Und aus diesem Grund bin ich nicht in diese Aktie reingegangen. Denn meine Strategie sagt ganz klar, zum einen, die Verortung muss stimmen und zum zweiten, wir brauchen die Erholungstendenz, damit ich überhaupt ein Handelssetup bekomme. Und das war der Grund, weshalb ich den Kauf von PayPal nicht umsetzen konnte. Denn im News Trading ist es sehr, sehr wichtig, wir haben es bei PayPal gesehen, die Aktie ist in einem Abwärtstrend. Wenn ich hier die Long-Richtung versuche, dann bin ich gegen den übergeordneten Trend unterwegs. Und aus diesem Grund sagt die Strategie ganz klar, nein, wenn es keine Erholung gibt in meinem Long-Only-Portfolio, bitte nicht traden. Und genau das habe ich hier an dieser Stelle gemacht. Nun wissen Sie, wie Sie im News-Trading an der Börse Geld verdienen können. Und wenn Sie das so umsetzen wollen, dann abonnieren Sie direkt den YouTube-Kanal der Investorschule, denn hier sehen Sie börsentäglich neue Informationen rund ums Thema Trading, was an den Märkten gerade los ist. Und das ist für Sie eine wichtige Voraussetzung, um im Trading Geld zu verdienen.